18. Dezember. Als ich an diesem Tag das 18. Adventskalendertürchen öffnete, schallte mir helles Glockenklingen entgegen. Dann begann ein trauriger Gesang: Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun is this to ride in one horse open sleigh. Ich kniff die Augen zusammen. Während wir anderen uns alle die Ohren zuhörten, sah Leni setzt in den Raum hinter dem Türchen. Sie schien fassungslos, dass jemand solche Laute erzeugen konnte. Das konnte man nicht mehr Musik nennen. Was zur Hölle ist das? Schrie Mopsi gegen die schrecklichen Töne und erhielt prompt eine Antwort. Ein kleiner Tannenbaum mit großen Augen sprang vor unsere Füße, geschmückt oder eher überladen mit knallbunten Girlanden und zwei roten Christbaumkugeln. Auf seiner Spitze prangte ein schiefer Stern, der war kurz davor, Wochen runterzukippen. Dank Dark und der Fuchs zogen gleich Toasty ein Stück zur Seite. Schließlich konnte man bei ihr und Bäumen nie wissen. Ich zog zusammen, als ich den Baum erblickte. Wer ist das? Flüsterte Liam mir zu und ich schüttelte mich bei der Erinnerung. Ein Kindheitstrauma. Wir hatten auch so einen singenden Spielzeug-Tannenbaum und ich fand ihn immer unfassbar gruselig. Ach ja, das hattest du mal erzählt. Der hier sieht aber eigentlich ganz nett aus, überlegte mein bester Freund und ich musterte den Baum. Das Kindheitstrauma hüpfte nun begeistert durch den Raum, während es ein neues Lied anstimmte. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, schrie der Baum. Stopp! Schrie Lina. Zu meiner Überraschung herrschte tatsächlich sofort Stille. Das ist ja nicht auszuhalten, rief Ferdinand Philipp Grimm, und selbst Feuerstern, der sonst immer sehr höflich war, nickte heftig. Wird uns eine rechte Qual zuteil, dann wünschen wir uns Langeweile, gab Brutus Hund seinen Senf dazu, und der Tannenbaum ließ traurig seine Tannenspitze hängen. Ich weiß doch, dass ich nicht singen kann, klagte er. Aber was soll ich denn tun? Das ist schließlich meine Aufgabe. Ich will den Leuten mit meinem Gesang Freude bringen, aber alle finden mich schrecklich. Er begann zu schluchzen und dicke Krokodilstränen tropften zu Boden. Auf einmal tat er mir leid und ich schämte mich, dass ich ihn immer so verabscheut hatte. Zugleich ging ich zu ihm und kniete mich neben ihn. Aber das ist doch nicht schlimm. Es kann nun mal nicht jeder singen. Die meisten von uns singen schief. Aber wir machen es trotzdem gerne und laut. Egal, was andere von uns denken, Gold für die Töne treffen oder nicht. Einfach, weil wir Spaß dran haben. Und das ist doch die Hauptsache, oder? Versuchte ich ihn aufzumuntern und er schniefte laut. Wirklich? Fragte er. Natürlich, rief Toasty und strahlte ihn an. Die Tränen versiegten langsam wieder und der kleine Baum lächelte etwas verheult. Danke, das beruhigt mich, schnief er noch einmal. Und ich mag dich, Natur ist toll, kam eine zweite schüchterne Stimme und vom Zeitverkürzer und zog die Aufmerksamkeit aller auf sich. Ein kleiner Pinguin stand dort, eine Krone auf dem Schopf, und winkte mit seiner Flosse etwas unsicher in die Runde. YOLO! Rief Leo erfreut, als er sein lebendig gewordenes Kuscheltier erblickte. Er hatte mir von dem kleinen Pinguin erzählt, als wir uns kennengelernt hatten. Er war im Kindergartenalter sein bester Freund gewesen. Doch eines Tages vergaß sie ihn in der Bahn und sah ihn nie wieder. Umso mehr strahlte der blonde Lockenkopf nun, als er YOLO an sich drückte. Ein wenig nervös sah der Pinguin sich um. Es schien ihm unangenehm, dass alle ihn beobachteten, was auch Juli zu merken schien. Ein Angriff! Ich glaube, die Mary Sues kommen! Rief sie alarmiert und wedelte wild mit den Armen. Yolo lächelte erleichtert. Toasty, Sixten, Angel, Freiheitsstreberin, die Agentinnen, Person 347 und Master of Kellogg's, Bob sprangen sofort auf und rannten wild durchs Zimmer. Sie schienen wohl eine Strategie, einen genauen Ablauf für solch einen ernsten und keinesfalls ausgedachten Angriff zu haben, doch wer außen stehe, sah es aus wie heilloses Chaos. Herr Osiem hielt YOLO derweil ein Glas Erdbeermarmelade hin. Hunger? Bat er an und der Pinguin grinste. Nein, danke, ich bevorzuge Lasagne, lehnte er glücklich ab und Herr Osiem zuckte mit den Schultern. Dann bleibt mehr für mich, stellte der Zahlenmensch freudig fest. Knox winkte YOLO kurz zu, bevor sie sich unter Angel und Mopsy in die Menge mischte. Gar nicht so schlecht, wenn sie sich beschäftigen, murmelte ich li zu Leo. Dann können wir in Ruhe Weihnachtsgeschenke kaufen gehen. Ich habe keine Beschäftigung, empörte sich YOLO, doch Leo kramte sofort in seiner Hosentasche. Warte mal. Ah, da ist es ja. Er reichte dem Pinguin ein winzig kleines Schachbrett und eine Tüte mit kleinen Schachfiguren. Dieser warnte strahlend dran, beziehungsweise wartete sofort los, um sich einen Herausforderer zu suchen. Leo und ich winkten dem Zeitverkürzerbewohner noch einmal zu, bevor wir uns für die eisige Kälte und den Schnee draußen wappneten und in dicke Jacken, Mützen und Schale eingepackt aus dem Haus stafften. Mit der Bahn waren wir schnell in der Innenstadt und kaum eine Stunde später schlenderten wir schon durch die mit den Sternen dekorierte Einkaufsmeile.
Kaum zu glauben, dass das Jahr bald schon wieder rum ist, sprach ich meine Gedanken aus und Leo nickte bestätigend. Wir kamen an einem kleinen Geschäft mit Holzschnitzereien vorbei und aus dem Augenwinkel sah ich in das Schaufenster. Du, Yumi, ich müsste mal kurz auf die Toilette. In dem Kleidungsheft an der Ecke dort vorne ist eine. Würdest du hier warten? Fragte Leo in diesem Moment und ich versuchte mir meine Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Klar, geh ruhig, lächelte ich und schon war er weg. Jetzt konnte ich endlich in den Laden gehen. Mir schlug warme Luft entgegen und es roch aus mir unerfindlichen Gründen nach Zimt und Tannenzweigen in dem kleinen Geschäft. Sofort fand ich auch die kleine Holzskulptur, die mir so ins Auge gestochen war. Sie zeigte eine nette Teegesellschaft, die um einen Tisch herumsaß und angeregt zu plaudern schien. Es erinnerte mich sehr an unsere zahlreichen Erlebnisse mit den Zeitverkürzerbewohnern und ich war mir sicher, dass es das perfekte Weihnachtsgeschenk für meinen besten Freund war. Toasty und Kyla würde ich aber wohl verschweigen, dass die Holzschnitzerei als Teegesellschaft ausgewiesen war. Kakaogesellschaft würde es auch tun. Ich nahm die Skulptur in die Hände und ging zur Kasse. Ein älterer Mann grüßte mich mit einem freudigen Augenzwinkern. Da hast du aber eine gute Wahl getroffen, lächelte er, und ich konnte nicht anders, als ihn ebenfalls anzulächeln. Als ich wieder aus dem Laden heraustrat, war von Leo noch keine Spur. Zum Glück. Er würde also nicht bemerken, dass ich kurz weg gewesen war. Ich stellte mich wieder an die Stelle, an der ich auf ihn warten sollte. Kurze Zeit später tauchte er schon auf. Er war ein wenig blass um die Nase, vermutlich von der Kälte, so dachte ich. Alles in Ordnung? Erkundigte ich mich dennoch und er nickte hastig. Klar, komm, lass uns weitergehen. Ich deutete auf ein Geschäft, das uns gegenüber lag und wo Seifen und Wadekugeln verkaufte. Wollen wir da mal reinschauen? Fragte ich meinen besten Freund, der sich ein wenig nervös umsah. Er schien nicht zu finden, was er suchte und spannte sich ein wenig. Gerne, lächelte er schief und schleifte mich schnell in den Laden, als wollte er nicht länger als nötig auf der Straße bleiben.